So, neuer Tag, neues Glück zum Brenner. Da steht mein Zug. Leider darf ich mit den zwei Loks nicht durchfahren, weil die erste Lok nehme ich nur bis Kufstein mit, die muss dann in die Werkstatt und dann kriege ich dann in Kufstein eine andere Lok. Das heißt, wir müssen noch einen kleinen Loktausch machen. Aber alles easy. Jetzt wird es wieder ein bisschen spannend, weil ich bin hier wieder in Totering. Ich bin ungefähr 10 Minuten vor Plan abgefahren und jetzt fahren natürlich erstmal die Reisezüge, die auch, wie es aussieht, soweit pünktlich sind. Und im Prinzip sollte ich dann jetzt die nächsten paar Minuten hier weiterfahren, wenn ich pünktlich fahren soll. Ich habe auch keine weiteren Aufenthalte hier drin bis Kufstein. Also eigentlich wäre das jetzt genau meine Plantrasse. Also mal gucken, ob es heute mal klappt, dass ich so fahre, wie ich eigentlich fahren soll. Ja, während ich hier so stehe, ist mir gerade noch was aufgefallen. In dem Fernsprechkasten da ist doch ernsthaft ein Wasserkocher drin. Ich habe keine Ahnung, warum und wie der da reinkommt, aber ja, das sind so Dinge, die einem auffallen manchmal. Ja, ich bin jetzt mit 3 Minuten vor Plan bin ich in Kufstein angekommen. Also ich bin zwar dann im Endeffekt 7 Minuten verspätet in Trudering weitergefahren, aber scheinbar ist der Fahrplan relativ entspannt, beziehungsweise planmäßig fahre ich halt irgendwas langsamer hinterher. Und deswegen ja, bin ich jetzt hier wirklich gut durchgekommen. Also muss ich mal Infrago mal loben. Also könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Heute mal ein Lob von mir. Und ja, wie gesagt, die Lok muss ich jetzt abhängen und abstellen bei der Werkstatt. Und dafür nehme ich dann eine andere Lok und stelle die wieder vorne drauf. So, ich bin vom Zug weggefahren. Wenn man halt hier in die Werkstatt will, muss man halt einmal die beiden Hauptgleise kreuzen, also die durchgehenden Hauptgleise, dann kann es halt dann durchaus mal sein, dass man ein bisschen länger wartet. Da hinten sieht man schon meine neue Lok an der Werkstatt stehen, die hat mir schon ein Kollege aufgerüstet und dann geht es ein bisschen schneller. Die muss ich mir dann irgendwo schnappen und dann wieder zurück auf meinen Zug fahren. Also zum Beispiel so ein Railjet, der natürlich jetzt erstmal durchfahren muss, damit ich dann kreuz und quer über die Gleise fahren kann, also die Hauptgleise kreuzen kann. Nur warten, ob sich die Weichen drehen und das Verschubsignal sich. Ah, er dreht die Weichen, also dann wird er gleich die Fahrstraße für uns einstellen. Jawohl. So, da habe ich die Lok abgestellt vor unserer einsamen, verlassenen 151 hier noch in Kufstein. Und dann geht's zur anderen Lok. Da ist die andere Lok. Wie man sieht, ist das Gleis ein bisschen zu kurz. Das heißt, man steht hier über das Verschubsignal raus. Das heißt, da muss man halt dann mit dem Fahrinsleiter ausmachen, dass er einem Bescheid gibt, weil sonst sieht man ja nie, wenn das Signal frei wird. So, das Verschubsignal steht. So, jetzt natürlich wieder Bremsprobe. Gleich noch mal gelöst. Wunderbar. So, dann geben wir noch der guten Christel Lohner Bescheid. Registriert. Danke. Ihre Meldung wurde vom System registriert. Jawohl, danke Chris. Ja, ich bin in Kufstein gut weggekommen. Also eigentlich fast schon zu gut, weil das lief echt wie am Schnürchen. Dementsprechend bin ich jetzt etwas vor Plan und ich stehe natürlich jetzt hier wieder mal im Inntaltunnel in Innsbruck 1 an dem Abzweig. Und ja, entweder ist der Bahnhof mal wieder voll oder ist es einfach noch irgendwie, spätestens denn jetzt. Ja, Eurocity-mäßig dürfte da jetzt gerade nichts fahren, aber ja, ich warte halt mal wieder und ist aber jetzt nicht so dramatisch, weil mein Gegenzug, der hätte vor 20 Minuten, also hätte der abfahren sollen in Italien, in Domigliara und ist aber noch nicht. Das heißt, ja, selbst wenn er jetzt abfahren würde, keine Ahnung, braucht er mindestens 3 Stunden zum Brenner.
und dementsprechend habe ich da noch ein bisschen Puffer. Jetzt ist gerade so ein komischer Rex-Zug da von Innsbruck Richtung Italien, also der durchgängig nach Italien geht mit der 1216 mit irgendwie drei Wagen oder so. Ist jetzt gerade Richtung Berg gefahren. Also mal schauen, vielleicht fahre ich dem dann hinterher. Ja, wie erwartet bin ich dem Rex hinterhergefahren, aber jetzt stehe ich in Matrei. Und ja, vermutlich wieder auf Abruf zum Brenner. So, jetzt bin ich bis Steinach vorgerückt. Also ich bin in Matrei nur kurz gestanden. Und ja, zumindest die Info ist, dass es in ungefähr 15 Minuten weitergehen soll angeblich. Es ist nur ein bisschen ungewöhnlich hier, weil jetzt hier in Steinach im... Ah, so viel dazu. Okay. Ja, am Brenner angekommen. Die erste Lok hier, die behalte ich für meinen Rückzug, also die nehme ich jetzt runter vom Zug und die zweite Lok, die geht durch nach Italien. Das heißt, ich muss die jetzt trennen und dann halt umsetzen auf die österreichische Seite und dann muss ich auf meinen Zug warten. Der ist jetzt auch vor, keine Ahnung, einer halben Stunde abgefahren endlich, mit einer Stunde Verspätung. Also, naja, für Brennerverhältnisse noch, sag ich mal, im Rahmen. Und naja, dann schauen wir mal, wie das heute so läuft. Heute sind ja keine Vollkontrollen, hoffe ich mal ganz stark. Das machen sie normalerweise nur einmal im Monat. Und ja, deswegen hoffe ich, dass es hier heute etwas besser und flüssiger läuft und der Bahnhof nicht so überquillt. Achso, was ich vorher noch sagen wollte, bevor es dann doch weiterging, recht überraschend in Steinach. Da standen im durchgehenden Hauptgleis standen schon die Tunnelelemente für den Brenner Basistunnel. Die werden jetzt scheinbar angeliefert seit kurzem. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also, im Gegensatz zu anderen Bauprojekten oder Baustellen geht es da jetzt scheinbar recht zügig voran. Ja, ziemlich Betrieb hier am Brenner. Aber es ist gut, wenn die Züge fahren, wenn sich was bewegt. Ich stehe jetzt hier auf der italienischen Seite noch im Stutzen und warte halt, dass ich mal irgendwann hier kreuzen kann mit meiner Rangierfahrt oder Verschubfahrt. Aber jetzt sind hier wirklich links und rechts die ganze Zeit Züge ein- und ausgefahren. Wie gesagt, das ist ein gutes Zeichen, wenn der Betrieb hier relativ flüssig läuft, weil oft ist es halt wirklich so, dass hier eine halbe Stunde gar nichts fährt und man wundert sich einfach, warum sich nichts bewegt. So, an meinem Parkplatz für die nächsten zwei Stunden im Endeffekt angekommen. Ich habe jetzt zwei Stunden Pause. Und vielleicht, wenn es mein Handynetz zulässt, werde ich jetzt einen kleinen Livestream machen auf Twitch. Es ist natürlich für die, die es auf YouTube sehen, zu spät, aber wenn ihr es gesehen habt auf Twitch, dann wisst ihr, von was ich rede. Ja, wer in meinem Livestream war, der weiß natürlich jetzt schon, was passiert ist, aber ich habe jetzt einen anderen Zug gewonnen, der zumindest ein bisschen früher ist als mein Zug, mein eigentlicher. Ungefähr eine halbe Stunde früher. Soll mir auch recht sein. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Lok jetzt eben nicht behalte, sondern dann der Zug kommt interoperabel und die Lok nimmt dann eben ein anderer Kollege, der meinen Zug dann fährt. Soll mir recht sein. Dann, also der Zug müsste bald da sein und ich mache mich jetzt dann langsam auf dem Weg zum Bahnhof, um den abzulösen. Achso, ja, was ich noch vergessen habe, also der Zug, den ich jetzt fahre, das ist ein Umleiter. Also der kommt aus Triest. Nicht, dass das für mich jetzt eine große Rolle spielt, aber ja, muss ich mal schnell noch einen Befehl holen und dann sollte der Zug auch bald kommen. Ich bin jetzt in Ostermünchen in die Überholung gefahren. Die Fahrt lief jetzt wunderbar, also ich bin am Brenner recht schnell weggekommen und bin bis jetzt eben durchgefahren. In Rosenheim bin ich dann durchgefahren und da stand aber schon ICE am Bahnsteig, was ein bisschen ungewöhnlich war, wo ich mir schon dachte, ah okay, da geht es bestimmt gleich auf die Seite. Ja, und so war es jetzt auch und ich gehe mal davon aus, dass der ICE mich jetzt überholt und ich dann gleich weiterfahren kann um die Uhrzeit. Das ist, was ist es denn? Ja, kurz vor drei. Ja, und wenn ich jetzt hier so weiterfahre, dann habe ich sogar noch pünktlich Feierabend. Also, ja, kann ich eigentlich nicht beklagen. Und da kommt auch schon der ICE. Hoffe ich zumindest. Ja. Könnte mir vorstellen, dass der vielleicht eine Grenzkontrolle bekommen hat in Rosenheim und deswegen erstmal warten musste und ich vorbeigefahren bin. Ja, jetzt kurz vorm Ziel stehe ich jetzt in München-Todering. Da, nachdem es da eingleisig ist, nach Mohr, wird da wahrscheinlich noch ein Zug entgegenkommen. Oder es kann auch sein, dass von München-Nord, also von Dagelfingen, ein Zug kommt.
aber ich hoffe jetzt nicht, dass Mauer voll ist und ich jetzt erstmal warten muss, bis der wieder Platz hat. Ja, schauen wir mal. Und dann bin ich ganz gut in der Zeit. Also mein eigentlicher Planzug, der hätte ich erst um 4 Uhr Ankunft gehabt. Und jetzt ist es erst 3.20 Uhr. Ah, da kommt schon der Gegenzug. Ja, dann denke ich, wird es gleich weitergehen. Ja, der wird wohl aus München Nord kommen, denke ich mal. Und danach dürfte es dann für mich gehen. Oder der Bahnhof ist wirklich voll. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu lange dauern wird, weil das ist das Nervigste, wenn man kurz vorm Ziel ist und dann steht man praktisch auf Abruf. Ah, da kommt schon der nächste Zug aus der anderen Richtung. Ich meine zwar, dass ich in die Lücke reingepasst hätte, aber gut. Ich hoffe mal, dass es nach dem Zug vielleicht dann nach Mohr reingeht. Ja, Feierabend. Es ist 3.52 Uhr. Technisch gesehen hätte ich erst um 4.45 Uhr Feierabend. Also so gesehen kann ich mich nicht beschweren heute. Also mal alles gut gelaufen. Zur Abwechslung.